4K 60 Hertz. Ja. Viel Spaß. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Thank you.
Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn Sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Ja, das war schon ganz nett, oder? Das war schon ganz nett. Und jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Frames habe ich noch gute 60 bei 4K. Bei den 3000 noch was. Das ist schon mal ganz gut. Das Spiel läuft an sich bei anderen, aber auch bei 1080 oder so und keine RTX-Grafikkarte, recht flüssig. Also da waren alle sehr verwundert. Es gab auch extra neuen Treiber von Nvidia zumindest, dass das Spiel Nvidia technisch gut laufen soll. Meine Grafikkarte, warte mal, ich mach's mal weiter runter, das soll ja auch ein Schock sein für mich, weil in der Zeit tun die weh. Ein bisschen spannend ist es, ja. Jetzt kommt erstmal das Tutorial, wie was gehandhabt wird. Aber meine... Ja komm, warum gibst du sie mir nicht? Habe ich noch nicht scheinbar, doch. Oder nicht? Doch. Ich kann hier noch nichts aufnehmen. Ich soll hier auch noch nichts aufnehmen. Okay, passt schon. Dann gehen wir halt weiter. Wie viel Schuss? 2 Schuss? Willst du mich verarschen? Ach, jetzt kommt das wieder. Mit den Superspinnen. Was steht da? Eigentlich... Oder erklärt er mir solche Sachen nicht? Eigentlich habe ich... eingegeben, dass er mir bestimmte Sachen erklären soll. Also russische Schrift. Das müsste auch noch drin sein. Ah, Mist, ja. Ja. Sauber gemacht. 2 Schüsse verschenkt. Sauber gemacht. Magazin, kriegen wir jetzt noch 4 Schuss. Wie Schuss habe ich? Okay. Ein bisschen wehren können wir uns ja jetzt. Achso. Ach, super.
Alter, das ist... Irgendwas ist oben und du kriegst voll Panik, sage ich euch. Das Gelache verstehe ich sogar. Als wäre ich nur in einem Traum. Ich weiß nicht, wer da lacht. Und hustet. Oh, der Sound ist so voll mega fies. Nicht so schnell, sonst... Da wird mir was erklärt, oder? Verlassene Station. Das Spiel ist so mega fies. Solange du noch in den Tunnel. Deswegen finde ich es auch gut. Es ist so fies gemacht. Alter. Oh, I hate it jetzt schon. Oh, Patron, das ist immer gut. Achso, Licht an, Licht aus. Patronen, acht mehr darf ich nicht, das ist ja super. Wer bimmelt denn da und wieso? Kann ich jetzt mal aufladen? Alter, ist das dunkel! Das ist schon fast zu dunkel hier. Weiß denn nicht, wie das über YouTube rüberkommt, Leute. Weil dunkle Sachen sind ja für YouTube nicht so gut. Es kommt nachher noch Tag und so. Das ist aber jetzt schon fast zu dunkel, selbst für mich. Okay, da geht's weiter. Oh, da ist ein Rucksack. Was bimmelt der hier so? Ich bin alt! Lass das sein! Herzattacke! Ah ja, jetzt kommt das. Da muss ich jetzt ganz schnell sein. Deswegen renne ich auch gleich zur Tür. Wehe. Ich erschrecke mich trotzdem immer wieder. Oh.
Und ab in die Kinnlade. Halte durch, wir kommen! Gib uns Deckung! Halte durch! Wir holen dich da raus! Das ist Artyom! Artyom? Artyom, was zum Teufel? Hey Jungs, komm! Er ist verletzt! Oh, komm schon, Artyom. Bleib bei uns. Puh, das war schon nicht ohne, oder? Was? Wer kommt zurück? Achso, dir. Bewegung! Ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar, aufmachen! Ich habe gesagt, dass sie ihn erwarten. Los! Ich liege tatsächlich auf einer Trage, okay. Hey, Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Jetzt wissen wir noch nicht mal, wohin. Meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Und schon wieder hustet da irgendjemand? Nie gut, wenn man hustet. So wie ich. Oh, jetzt gibt's Mega. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, du sturer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte! Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. So, ich weiß noch nicht, wie lange die Folge jetzt läuft. Danke, Doc. Ich finde das alles ein bisschen zu hell. Persönlich, das Gamma, obwohl ich das Gamma zurückgestellt habe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesund war. Das ist so komisch. Muss man sehen. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Wir werden gleich eine Menge hören und lesen. Ich will nur mal kurz, ich werde das jetzt noch 10 Minuten ungefähr laufen lassen. Dann müsste ungefähr
eine halbe Stunde um sein. Ja, dann sieht man halt mehr. Aber die Frage ist jetzt, mein für YouTube wird das besser sein, weil wenn es zu dunkel ist, das mag YouTube nicht gerne mit seinem Videokompressions. Teil. Also ich lasse es mal so essen. Gibt's hier nichts zu lesen? Gab's hier nichts zu lesen? Ich glaube. So, jetzt hören wir denen mal zu, die haben eine ganze Menge uns zu erzählen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner schaut euch mal die Ratten an hier. Artyom wieder nach geil. Unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen. So, erzählt. Artyom. Pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Keine Antibiotika, keinen Faden zum Vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten Onkel Artyom, keine Sorge. Ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen ein Zimmer aber Ort natürlich findest? Machen wir das. Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, Geschichten. Lass meinen Sohn in Ruhe. Ach komm, ich stell dir nicht so an, wir haben mal Lappen. Was geht er denn jetzt so komisch? Keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Was hätte über all die Jahre an der Oberfläche überlebt? Geht so komisch. Jedenfalls tippelt und tappelt er jetzt hier so rum. Teddy! Den müssen wir später suchen, den Teddy. Wie eine Platte mit Schaum hätten die Jungs es nicht. Wärst du jetzt eine Witwe? Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, mein Herr. Nach einer Zweifel. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Schwestern alte. So? Gut, Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Wir kommen da. Haha, privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute! Oh, also ganz auf mich jetzt. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal ich halte nicht durch, Artyom! Okay. Ach, eine Woche später? Wo ist die Feier? Ich will was trinken. Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Tja. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt?
Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Okay, packen wir halt ein. Gemmerlappen. No woman, no cry. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Bob Marley hatte recht. Bob Marley hatte recht. Na los, wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? Ach, Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Frau. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Big Boss. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Ja. Oder auch nicht. Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Ach, red dann nicht mehr. Ich will wissen, ob wir was finden können. Zumindest schauen wir uns das an, denn das wurde designt von Game Designer und... Ich musste einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Ja, das macht nichts. Wenn die sich so viel Mühe gegeben haben, das Spiel so flüssig läuft... Was war das? Armbruch. Dann wollen wir dem natürlich auch Respekt zollen. So, staubiges Tagebuch. 6. Juli 2013. Ich glaube, das lese ich noch zu Ende. Und dann ist die erste Folge leider erstmal hiermit zu Ende, weil ich nicht genau weiß, ich habe die Stoppuhr dann noch nicht gehabt, also müssten 10 Minuten um sein. Und dann wird natürlich Folge 2 kommen, Folge 3 und so weiter und so fort. Dafür streame ich jetzt nicht. So, 6. Juli 2013, zu spät. Shura ging los, um Lebensmittel einzukaufen. Und ich wollte gerade den Stuhl auf dem Balkon rollen, um etwas frische Luft zu schnappen, als die Zivilschutzmeldung kam. Die Leute draußen rannten alle irgendwo hin. Raketen im Anflug! Blitze! Sie haben mich sogar bei geschlossenen Vorhängen geblendet. Ich sehe immer noch überall grüne Punkte. Ich hoffe, Shura hat es in die Metro geschafft. Ich dachte, ich wäre erledigt. Aber offenbar bleibt mir noch etwas Zeit. Es ist Nacht und die Straßen sind leer und still. Nur Sirenen sind zu hören. Und überall ist dieser grüne Nebel. Er fluoresziert, oder bilde ich mir das ein? Das Telefon ist tot. Der Funk auch. Shura, mein Schatz. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht mir nicht gut. Ich fühle mich sehr schwach. Lebe wohl, Shura. So, ich... Jetzt muss ich wirklich erstmal... Oh, anstrengend. Warum ich das jetzt gemacht habe oder versucht habe. Das hat sich bestimmt jetzt nicht gut angehört. Falls es noch niemandem aufgefallen ist, in den ersten beiden Teilen von Metro, also Metro 2033, Metro Last Night oder so, Last Light, nicht Night, falls ich das gesagt habe, jetzt sind gleich die 10 Minuten um, nur kurz gesagt, da war immer in den deutsch sprechenden Übersetzungen so ein russischer Akzent drin, der ist jetzt nicht drin. Nun haben einige schon nachgefragt und fanden das nicht gut, wobei man ja auch sagen muss, wenn wir einen amerikanischen Film sehen und der ist deutsch synchronisiert wurde, hören wir da einen amerikanischen Deutsch-Akzent? Nein. Also, so. Aber trotzdem habe ich das jetzt mal wenigstens versucht das auch so weiterzumachen. So, mit dem russischen Akzent oder der Versuch eines Akzent, was ich so ein bisschen russisch anhöre. Dimitri, wo ist meine Schokolade? So, jetzt müssen wir da durch. Okay. So, wo ist das Monster? Achso, ich wollte gleich aufhören, genau. So. Mach ich noch eine... gut, mach ich noch ein Menü-Challenge. Vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Wenn nicht wir, wer dann? Ja, das ist der Ordensspruch. Eine Wohnung mit Küche und Dusche. So, lass mich noch mal... Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Ja, nun lass mich doch erstmal schauen, ob vielleicht... Das ist mein Filter, was sagt der? Warte mal kurz. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Dann schaue ich mal auf meine Uhr. Nein! Meine Uhr!
Ja, ich wusste es. Nein, jetzt habe ich einen verschenkt. Nein, auch das wollte ich nicht. Nein, Anna. Schalte die Lampe aus und komm her. Wie schaue ich denn auf meine Uhr? Wo war denn das mit meiner Uhr? Nein. Jetzt bescheuert. Ah, da war meine Uhr. Also schauen wir mal. Noch alles im grünen Bereich. Gut. Gut, Freunde. Dann sage ich, von dieser eiskalten Welt, was wir im Moment, obwohl jetzt haben wir fast schon wieder Frühlingsanfang, so warm ist das schön draußen schon. Gestern hatten wir schon fast 15 Grad, der ganze Schnee schon fast weg gewesen. Fast nicht ganz. So, ich melde mich zumindest mit dieser Folge erstmal ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche mir natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Und